Und damit willkommen zurück. Schauen wir mal. Oh, der nimmt auf. Sound passt. Passt. Sollte passen. Sehr schön. Ah, noch zwei Aufnahmen, dann gibt es eine kurze Pause. Da müssen wir kämpfen. Das wird nicht einfach. Vor allem gegen Drogoth. Aber wir probieren es einfach. Drogoth. Ich habe nur einen Bogenschütz im Bataillon. Das könnte sehr knifflig werden, vielleicht verliere ich das aber. Drogoth ist halt sehr stark. Und das sieht. Ah ne, ist das Fornost? Sieht nicht so aus. Obwohl. Könnte sein. Ich habe nicht geguckt. Wenn, dann vielleicht. Aber ich muss sehr schnell auf Armbrustschützen gehen und Türme bauen. Nee, brauche ich gar nicht. Ich habe ja Türme. Okay, eben nicht. Das ist genau das Problem. Die Karte ist ja voll geil. Kenne ich gar nicht. Ah, die Karte ist. Ja, Scheibe. Was ich schön finde, ist, dass sie mir gleich sagen, wo sie sind. Das ist super. Und da muss ich auch sehr schnell hin. Ja. So. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Wir werden dann fast, was wir sonst noch bauen. Ich weiß, ich weiß. Die Zeit Niemand kann uns trotzen. Na, warte, warte, warte. Nichts wird uns aufhalten. Die Reiter, die um die wird sich gekümmert, das passt. Sie werden Liebe der dunkle Herrscher. So. Der Zeit der Dunkelheit naht. Der holt jetzt die. Auf meine Seite. Niemand kann uns trotzen. Wir werden dann fertig. Jeder. Ein Verdammter mit dem Blut unserer Feinde. Das war nix. Eine neue Macht. Macht euch wieder an die Arbeit. Was soll denn sonst? Ich glaube, der Saruman, der macht das nimmer lange. Die hole ich mir aber. Da gab's Geld. So, Saruman stirbt mir. Der auch, so wie es ausschaut. Und das ist gar nicht gut. Der soll nämlich gar nicht sterben. Mal sehen, ob ich den retten kann. Wenn ja, das wäre sehr gut. Wow, Stufe 5 Viecher. Oh, gefällt mir eigentlich bisher ganz gut. Also ich weiß nicht, was mit Drogoth ist, keine Ahnung. Aber das scheint schon zu passen. Okay. Bisher scheint das zu passen. Die Karte ist ziemlich nett. So. Naja, viel Schaden macht das jetzt nicht. Da gab es wieder ein bisschen Geld. Was? Ist gar nicht so schlecht. Der stirbt mir jetzt aber nicht hier, oder? Naja, ziehen wir mal lieber zurück. Okay. P, C, R. Bin ich schon ganz oben an der Karte angekommen. Oh, ja. Da hat's ein Gasthaus. Da hat's einen Vorposten. Jetzt irgendwo ein Leuchtfeuer. Ich sehe nix. Aber jetzt habe ich gar nicht den Safe Step gemacht. Unsere Zeit ist gekommen. Kommt zu mir, meine Diener. Sie werden fallen. Das Gebäude ist fertig. Eine neue Macht erhebt sich. Aber ich kann ja. Okay. Zwei Gegner sind es nur.
stirbst du! Noch mehr Uruks kommen hier, hat viel zu tun! Einer der Schmelzer ist kein am Leben! Wir würden alle langsam. Ah, das ist aber eine schöne Armee. Ich kann einen anderen Save-Stat machen, das war's, was ich sagen wollte. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Muss ich aber gleich machen. Weil dann dient der Save-Stat, also nicht der Save-Stat, sondern das, wo ich letztens gespeichert habe, in der letzten Aufnahme, dient mir dann als Save-Stat und dann habe ich einen anderen. Es ist nicht so wunderbar, aber es ist gut schön. Wow, der kann das sogar auf ein Gebäude machen. Vor allem, wie schnell halt dieses Rohstoffraub wieder bereit ist. Damit kannst du halt dem Gegner alle Rohstoffe komplett die ganze Zeit aus der Tasche ziehen. Dann kann er nichts mehr ausbilden. Er ist schon sehr mächtig. Das ist schon sehr mächtig. Das ist wirklich mich. So, jetzt mache ich nämlich genau das, was ich meinte. Ich speichere ab, aber nicht hier, sondern hier bei dem alten. Den muss ich jetzt benutzen. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber das macht ja nichts. Ich schaue nochmal, ob alles passt, aber eigentlich müsste. Läuft, passt. Sehr schön. 15, 35, okay. Wir haben ein Land verloren. Aber wir haben Mordor unterworfen. Oh yeah. So, jetzt wo Mordor uns gehört, haben wir natürlich den Vorteil, dass Mordor uns gehört. Was dazu führt, dass unsere Einheiten, unsere Kaserneneinheiten günstiger werden. Das heißt, wir können ein bisschen besser spammen. Das ist sehr nett. So, hier zwei Verstärkungen. Hier ein bisschen was. Hier ein bisschen was. Das passt. Die gehen dahin. Der nimmt jetzt hier alles im Rückland ein. Die Orks verlieren jetzt alles. Sie werden fallen. So ungefähr. Okay. Bisher, glaube ich, passt es noch, dass Mordor hier schon wieder Leute bekommt. Ist nicht nice, aber es kann ich jetzt auch nicht ändern. Saruman bleibt schon wieder. Überwältigender Angriff. Bla bla bla. Okay, aber diesmal ist er dämlich, weil diesmal habe ich viel mehr Leute. Ah, diesmal gibt es ein paar mehr Schlachten zu schlagen. Dann gehen wir doch erstmal hier hin, wo es Shiggy ist. Oh, zwei Gegner. Okay. Dagorland. Aber das kann ich schaffen. Dagorland ist eigentlich geschenkt. Die Karte ist so groß, da kann ich überall hin, wo ich will. Wie ich will. Das ist sehr schön. Das kann man gut genießen. Ich muss mich heute noch nicht gestreckt haben. Schlimm. Vielleicht mache ich es gleich aufs Fenster auf. Mal schauen, dass die stehende Luft ein bisschen. Ah, nein, das ist gar. Ah, ich habe es mit den Braunlanden verwechselt. Tja, ist gar nicht so groß. Ist jetzt keine kleine Karte, ne? Aber eine große ist es auch nicht wirklich. Die Braunlande, die sind wirklich groß. Die Frage ist, ist es ja unten oder oben? Aber normalerweise startet er doch hier. Bei dem Gasthaus. Oder? Na, das sehen wir gleich. Sperre! Aber es sind Lanzenträger, ne? Ah ja, ich habe jetzt heute mal ein bisschen früher das Codewort Pikenier. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das die Leute schreiben, weil es gibt da eigentlich nur eine richtige Antwort, aber es ist ein, ich würde sagen, ein etwas schwierigeres Wort. Pikenier. Oh ja, toll, danke. Orkse. Sie werden nicht fliehen.
Irgendwo haben sie doch Helden, oder? Wo sind die denn? Wir müssen gehen. Flieht. Vorwärts. Ohne zu zögern. Wir werden dann fertig. Noch ein Gebäude fertig gestellt. Einstellung. So. Muss ich nicht verstehen, oder? Ja, sind sie auch nicht. Da hinten haben sie noch was zum Ausbilden. Da oben muss ich aufpassen, da ist irgendwo ein Grab und halt. So, da müssen jetzt die Kluftviecher sein, genau. Rip Feind. Der ist jetzt tot, hat Pech gehabt, hat verloren. So, ab Information. Passt. Ah, sind es doch mehr. Ich dachte, wir sind fertig. Baut! Kommt schon! Törichte Narren. Wow, da kennt jetzt echt mir. Wie geil ist das denn? Levelt er jetzt gegen seine eigenen Leute? Vermutlich. Na, ob das so klug ist? Interessiert aber auch nicht. Hä? Was macht denn der da? Vorposten? Ah ja. Also, er gehört immer noch mir. Hä? Ich dachte, er müsste dem Gegner wieder gehören nach einiger Zeit. Aha. LOL? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Alter, steht eindeutig für einige Zeit, nicht für ewig. Vorübergehend. Okay. Ja, wenn er stirbt, ist mir das auch recht. Das ist mir auch recht. Aha. Ja, die greifen so einiges an. Das ist das Problem. Aber ich glaube, das schaut ganz gut aus. Na also. Nicht perfekt, aber gewonnen. Yay. Passt also. So, wieder sicherheitshalber ganz oben abspeichern. Hoffe ich. Gut. Nördliche Höhen. Das machen wir. Das schaffen wir auch. Da, die nördlichen Höhen, so heißt das. Haben wir im Community Clash auch noch nicht gespielt? Nope. Noch nicht gespielt. Sklaven meines Willens. Ihr werdet nicht
So. Wir werden über das Land herrschen. Nichts wird uns aufhalten. Aufwachen! Bewegung! Weiter, weiter! Nicht zurückfallen! Sie werden wir haben viel zu so, passt. Kommt zu mir. Passt. Falls er wieder da unten ist, das weiß ich nicht, aber ich denke mal. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus und dann ist gut. Und ein Berliner bin ich auch nicht. Nein. Die lohnt sich halt schon gar nicht, die abzugreifen, ne? Die ganzen. Hui! Wow. Niemand kann uns trotzen. Die Zeit der Dunkelheit naht. Wir haben viel zu tun. Folgt mir, na, ob das was wird, sehen wir gleich. Drogoth ist schon mal tot. Hoho, hab ich Geld! 5000, what? Wow! Wow, hab ich Geld! Was mache ich jetzt mit der ganzen Kohle? Ist ja abartig. Ne? Naja, irgendwie verteidige ich das schon. Oder? Da ist ihr Lager, da ist der Feind. Oh ja, da ist so einiges. Ja, noch nicht. So. Ja, das hoffen wir doch mal. Unsere Zeit ist gekommen. Niemand kann uns trotzen. Oh, und gerade noch mit Geld. Das ist doch alles gar nicht so schlecht. Fast. Ja, soll er versuchen. So, als was verkleidet er sich jetzt? Als Speerträger? Als Armbrustschütze. Ja, wie lustig. Als Armbrustschütze im Nahkampf. Ah, jetzt ist er wieder dingselig. Aha. Zum Abhauen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also in so einem Truppengemenge. Das ist sehr schwierig. Keine schlechte Fähigkeit. Ja, kämpfen wir.
Unsere Zeit ist gekommen. Irgendwo muss er jetzt sein, ne? Und irgendwo hat er noch was. Naja, wird sich schon aufklären. Spätestens jetzt. Yay! Sehr schön. Oh, hab gar nicht mal so gut getradet. Aber es passt. Es passt. Damit bin ich zufrieden. Alles gut. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.